So, meine Freunde, wir spielen Pokémon weiter. Hoffen, dass es in diesem Part endlich mal besser läuft. Wir haben nur noch zwei Pokémon. Und ja, beide sind vom Typ Drache Boden. Das kann sehr, sehr schief gehen. Ninjasko. Oh, ich dachte gerade Ninjaturm. Oh, Ninjaturm wäre so ein hartes Problem für uns. Du wisst ja gar nicht, wie hart Ninjaturm ein Problem wäre. Ja, ja, mach mal. Ja, Blutsauger sollte nicht so viel Damage machen, vielleicht zwei. Immer mehr Schaden, als es machen sollte. Los, Drachenwut. Ja, und du wirst schneller, ich hab's verstanden. Du wirst schneller. Fick dich. Juggler Leo. So siehst du aus. Ich bin echt nicht begeistert. Unser Team ist alles andere als gut. Okay, ich mag unsere beiden Pokémon, ja, aber ich hätte trotzdem gerne mehr. Wow, und Schmerbe. Dadurch, dass wir auch nur noch zwei haben, sind wir so fucking overleveled. Also, nicht, dass ich mich beschweren will, aber trotzdem. Ich hatte mir das Ganze anders vorgestellt. Und Moabel. Oh, das war Moabel. Ich dachte an Morlord. Ja, ich dachte wirklich an Morlord. Hey, Aquaknarre. Und ja. Also, wir können immer noch sterben. Alles im Bereich des Möglichen. Und auch sonst. Na, du kriegst ordentlich viel Spezialangriff dazu. Aber so. Du bist ein Fischer, Cammy. Hohoho. Aber wir sind ja schon gleich in der nächsten Stadt. Lass mich raten, jetzt kommt Eis-Pokémon von Gent Anne. Boromi. Oh, hey, Boromi. Yeah, Schutzschild. Du willst also Zeit schinden. Alles klar. Ja. Boromir will Zeit schinden. Ja, du bist down. Du gehst down! Ich noch so groß sagen, wir haben es im letzten Part nicht geschafft, ein verkacktes uns ein neues Pokémon zu fangen. Sieh mal an, ein Trainer. Aber wie geht das denn? Du hast ja keinen einzigen Arena-Horn. Dagegen müssen wir sofort was unternehmen. Weißt du was? Ich bring dich zur Pokémon-Arena. Nein, bitte nicht. Da steht ja schon. Ja, da steht schon wer und wartet. Ja, wer mag das wohl sein? Trottli oder so? Ja. So. Was gibt's hier? Minenbrief, Hallball, Netzball. Nö. Diese Briefe sind sowieso lächerlich und dämlich. Wir
müssen uns Pokebälle kaufen, da führt kein Weg dran vorbei. Aha. Ja, wusste ich. Wir gucken uns mal kurz in dieser Stadt um. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch was, was nützlich ist. Bei einem Pokémon-Tausch wird auch das getragene Item getauscht. Das ist doch gar nicht mal übel, oder? So kannst du nämlich beim Tausch eines Pokémons ein Item purchasen. Wow. Hey, hör mal. Hast du einen Pokémon namens Tintoxer? Würdest du Tintoxer vielleicht gegen meinen Bashwa tauschen? Nein. Die habe ich übrigens auch gerandomized. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schnell, Jüngchen. Wächst es aber zu schnell, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Das passiert dir natürlich nicht, wenn du genügend Arena-Horn hast. Was hast du zu sagen? Jenes Pokémon besitzt eine spezielle Fähigkeit, die es einsetzen kann. Und was hast du zu sagen, Schwabbelmann? Im ersten Stock ist die Aussicht famos, aber man kommt schwer nach draußen. Sag, würde es dir was ausmachen, mir ein Pokémon namens Kleinstein zu zeigen? Na, am meisten mag ich die Herrlichkeit mit Namen meines Pachirisus. Mein Liebling hat erhebt eine Menge Sachen auf, ohne dass es mir auffällt. Dieses Haus war ein Reinfall, vielleicht in diesem Haus was. Geh durch die Tür. Vielleicht lässt uns mit unserem Pokémon in der Mine trainieren. Schön. In der Region Sinnoh gibt es 8 Arena-Leiter. Das Ziel eines Trainers sollte es sein, die Orden von allen 8 Leitern zu erhalten. Heißt für dich, dass du alle 8 in ihren Arenen besiegen musst. Ein Arena-Leiter ist nicht mit einem normalen Training zu vergleichen. Ist dir hoffentlich klar, dass sie wesentlich zäher sind. Wesentlich. Ich würde so viele Pokémon wie möglich in den Kampf mitnehmen. Kann ich nicht, ich habe nur 2. Yes! Finsterball! Ja. Aber er hat sein Anton gelb genannt, nur wegen der Farbe. Irgendwie verstehe ich die Logik dahinter nicht. Okay, wir haben einen Finsterball. Ja. Zurück zum eigentlichen Problem, wir brauchen Geld. Damit wir Pokémon fangen können. Was hast du uns zu sagen? Bald setzt Gestein-Pokémon ein. Findest du nicht auch, dass solche hübsch aussehen? Ich mag ihre Figur. Weil die Arena-Leiter in unserer Stadt. Er mag noch jung sein, aber er sorgt für die Sicherheit in der Mine und den gewinnerbringenden Abbau von Kohle. Oh wow. Ist das hier das Bergbaumuseum? Wow. Malen wir mal kurz unsere Pokémon. Sorry. So, und dann gucken wir uns an, was unser guter Trottli zu sagen hat. Trottli? Oh, du Trottalina. Hast es doch bisher geschafft, aber du bist echt langsam, weißt du das? Der grüne Leiter hier ist übrigens der harte Nuss nicht leicht zu knacken, wie er sich wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt. Wie, ich hab den Faden verloren, passiert mir öfter. Naja, auf jeden Fall ist der Arena-Leiter in die Kohlemine gegangen, glaube ich. Wenn du ihn dir vorknöpfen willst, musst du schnellstens zur Mine. Okay, dann werden wir das tun und du, hey. Da überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch unterschiedliche Farben bei gleichen Pokémon gibt. Oder gar eins gesehen? Was ich meine, ein Pikachu, ja, ein Pikachu zum Beispiel ist gelb. Wenn ein Pikachu in einer
anderen Farbe ist orange. What? Also gehen wir mal in die Mine, würde ich sagen. Da liegt ein Item, das wollen wir mitnehmen. Top-Genesung. Yes. Und Top-Schutz. Okay, das waren famose Top-Items. Und dann... Zapdos! Ein verkacktes Zapdos! Was soll ich denn mit dem verkackten Zapdos machen? Ultraschall, übersetzt zu Ultraschall. Verfickte Kacke! Ich denke, ich lehne mich nicht allzu weit auf dem Fenster, aber ich denke nicht, dass wir es fangen können. Strategie, aber wir können keine Statusveränderungen ausrufen. Wir haben keinen effektiven Fall. Wir können es nicht weiter sprechen. Wir können ihm nur Sandwirbel in die Fresse hauen und hoffen, dass das irgendwie was ändert. Das ist immer mein Plan dafür. Wir schmeißen ihm Sandwirbel in die Fresse und hoffen, dass wir dann irgendwann mal werfen, der es fängt. So, was kannst du denn? Wie will ein Zapdos? Fuck. Okay, nochmal. Los, Drachenboy. Letzter Pokéball, komm schon! Nein! Nein! Oh. Nein! 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 Das ist ja nicht wer und auch ein Pokémon gewesen, was man braucht. Ja, verkacktes Vulpix. Und was kommt bei mir? Zapdos. Nun, ich bin Zapdos, ein legendärer Vogel. Leute, schon wieder haben wir keine Pokébälle und wieso kriegen wir so wenig Geld? Ariados. Das wäre auch. Was wir wahrscheinlich hätten fangen. Aber nein, wir kriegen Zapdos.
So ein Bullshit. Und wir... Wir haben ja noch nicht mal genug Geld, um uns neue Bälle zu kaufen. Wow, du hast dein Pokémon mit zur Arbeit geschmuggelt. Oh, es ist der Boss Max. Slimeok. Ja, ich bin absolut nicht begeistert. Die Giftwolke, wir sind vergiftet. Komm schon, mach Slime auf Bad. Ja, hört noch. Gib Slime auf. Es könnte sein, dass wir diesen Part nicht überleben. Ich meine, wir haben zwei fucking starke Damen-Pokémon, aber trotzdem, wir haben nur zwei Pokémon. Aber wir sind fucking overleveled. Ich sollte ein paar Trainer skippen. Yay, Sonderbonbon. Hey. Lehn dich zurück und staune. Mit der Attacke zur Dummere kann man Felsen aus dem Weg räumen. Boom! Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie einen Pfad blockieren. Sobald du den Ohren der hiesigen Admin hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arena-Leiter besiegen und das bin ich. Ich hoffe einfach mal auf Elektro-Pokémon. Aber wie ich unser Glück kenne, kriegen wir eine Eis-Arena. Oder ein Hypothyros. Wow, Hypothyros. Yay, Sandsturm. Nee, die Sache läuft absolut nicht so wie geplant. So gar nicht. Ich meine, wir haben nur noch zwei Pokémon von dem gleichen Typen und okay, Drachentyp ist super stark und so, aber Eis-Pokémon fliegen uns nach wie vor weg. Und ich kann nichts dagegen tun. Naja, gucken wir uns an, von welchem Typen die Arena ist. Was hast du uns zu sagen? Hallo, wie geht's, zukünftiger Champ? Das habe ich auch diesen ungeduldigen gefragt, der eben hier war. Der Arena-Leiter setzt Pokémon vom Typ Gestein ein. Außer diesmal, wir sind randomized, 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 randomized. Und jetzt sag uns, von welchem Typen die Arena wird. Dancer Dudley. Ultrigaria. Also Typ Pflanze oder Gift? Damit kann ich arbeiten. Okay, Drachenblut. Ich wollte eigentlich nicht einsetzen, aber offensichtlich. Wir haben mal bitte eine neue Attacke. Irgendwas. Bitte. So, und ich besiege ihn auch mal. Ich glaube, wir machen die Arena noch an diesem Partner. Der
ins Atom an. Okay, wir haben eine Giftarena vor uns. Los, Deckel. Schnabel. Na, das geht. Diesen Kampf sollten wir gewinnen. Sagte er und wurde dann von 10.000 Volltreffern getroffen. Level 9, Drachenwut. Wenn es das One hätte, dann haben wir gute Chancen. Ja. Ich hätte ja auch das jetzt Philippin reinschicken können, aber... die gute ist sowieso schon overlevelt. Wie viel hast du noch? 11. 9. 8. Ja, das haben wir ja hingekriegt. Yeah. Da kann ich euch eine Geschichte von gestern erzählen. Also ich dachte mir, ich kaufe mir eine neue Festplatte, eine interne, baue die eben fix ein und partitioniere die dann. Aber Pustekuchen, die wird nicht erkannt. Erkannt und egal was ich mache, sie wird nicht erkannt, also keine Ahnung, woran es liegt, ist mir jetzt auch egal. So, wir kämpfen gegen den Arenaleiter. Willkommen, dies ist die Arena von Herzlingen, ich bin weit der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine random Pokémon. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Where's of Dudley? Developer Dudley. Display Dudley. Oh, Dudley. Okay. Das, Namen-Minimize läuft nicht so gut, wie ich erwartet hatte. Oh, dieser Dudley. Dudley. Oh, Skankapu könnte richtig... Nein, Skunktank war, was richtig eklig werden könnte, ne? Beziehungsweise ich werde unseren guten Drachenboy wohl austauschen müssen. Na, er ist nicht so stark, wie ich mir wünschen würde. Und Dudley setzt einen Trank an. Wow, Dudley. Hey, Dudley. Mach mal Finte. Merkt ihr meine Begeisterung? Die hält sich in Grenzen. Ich
dachte mir, das wird spaßig und nicht sonderlich anstrengend. Vielleicht ein bisschen anstrengend, aber nicht so nervig und anstrengend. Wir haben nur noch 2 Pokémon, alle anderen sind tot. Wir können was richtig Ekliges haben. Oder das Gift könnte uns töten, Tyranspora. Du bist Giftbogen, oder? Ultraschall. Nadelrakete. Hör auf damit. Hör auf damit. Skunk-Tank? Fuck! Skunk-Tank ist problematisch. Auf welchem Level bist du 12? Das kann Flammenwurf. Lass mich raten, du stehst hier. Ja. Fuck! Ja, es könnte sein, dass du jetzt sterben. Hab ich was zum Heilen? Ja. Machen wir das mal. Okay. Dann mach das. Dann werden wir mal einsetzen oder so. Keine Ahnung. Das macht gar keinen Schaden. Und da sind wir wieder vergiftet. Yeah. Wisst ihr, das ist ein Klassiker. Wir sterben jetzt auf dem Weg zum Pokémon Center. Kacke, wir haben nur noch ein Pokémon. Das ist der 5. Part und wir haben nur ein Pokémon. Bla 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 bla. Oh, eine offizielle Kolon. Ja, du hast mein halbes Team gekillt. Yay, TM76. Woo. Ich denke nicht. Welche TM ist es denn? Blut. Nö, kann keiner lernen. Zitronara vielleicht. Ja, das können beide lernen, habe ich so eingestellt. Und ja, ich werde jetzt ins Pokémon Center gehen und euch auch noch mitnehmen. Ich meine. Was soll ich denn sonst anderes machen? Wir werden erstmal unseren Starter ablegen. Es tut mir leid, Drachenball. Hatte Drachenball ein Item? Nein. Ah.
Reise weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.